Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Oh yes, das ist die Hoffnung, die ich hier niemals aufgebe. Wow, ich hab's echt überlegt, dass ich in diesen Haushalt, jetzt sollte mal die Wände hochziehen, danke, dass ich in den Haushalt, also den da vorne, da ist ja ein Hundi. Wow. Oh Gott, ich sollte weniger mit der Kamera spielen. Wohl diesen Tag größer werden lassen. Da können wir endlich nämlich auch mal mit Anton Gassi gehen. Oh, Levelaufstieg, Level 9. Wellnessfähigkeit erreicht. Ja, ist da pünktlich bis in die Nacht reingewellnest. Da ist sie. So, dann würde ich mal sagen, dann kann sie mal schlafen gehen. So, einmal bitte schlafen gehen. Das hier mal beenden. Und warum ist Junior wach? Der will, was will denn der machen? Auffischen, wo ist denn der? Nicht dein Ernst. Was willst du denn jetzt noch machen? Zusatzaufgaben machen. Ja, ist ja sehr schön, dass du das machen willst, aber du solltest lieber schlafen gehen. Jetzt mal im Ernst, zeig mal her. Ja, du solltest definitiv schlafen gehen. Definitiv schlafen gehen. Es wird Zeit. Kann echt nicht wahr sein hier. Gut. Einmal schlafen. Irgendjemand ist hier noch wach. Sie ist noch wach. Sie geht jetzt Richtung Falle. Sehr schön. Einmal bitte in Richtung Falle. Einmal in die Falle rein. Danke sehr. Gut. So, Zeit bewegt sich. Immer vorwärts. Bekanntlicherweise. Wow, ist das ein dicker Schnee. So, wir haben es 3 Uhr noch. Was? Und der Junge ist wieder wach geworden. Warum ist er diesmal wach geworden? Ah, Mann, ey. Ja, Chaos veranstalten. Nee, das sollst du eher nicht machen. Bitten, das Monster unter dem Bett einzusprühen. Nickerschirn machen. Ja, rede mal mit dem Vieh. Kannst du mal abhauen. Wir haben echt keine Zeit für dich. Ah, schon wieder ein Monster. Es kommt aber auch ziemlich oft. Wenn es mal so kommt, ist ja vielleicht mal ganz lustig, aber so oft. Nickerchen machen. Er ist noch zu aufgeregt. Ja, so einmal Nickerchen machen. Und Anton ist wieder wach und hält hier den ganzen Verkehr auf. Oh, wie der Schnee hier runterkommt. Sieht so geil aus. Oh. Das ist eine geile Optik. Oh. Schnee. Leise Risotto Schnee. Ich weiß, dafür das Lied ist eigentlich viel zu spät. Ja, Anton, möchtest du mal irgendwie mal schlafen gehen? Ey, mach nicht den Jungen wieder wach. Es kann nicht wahr sein, ey. Anton! Das nervt. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Ja, und er bellt und bellt und bellt und bellt. Und bellt immer noch. Und ist immer am Bellen. Und er bellt und... Jetzt hat er aufgehört zu bellen. Wow. Ist ja auch fast ein Wunder, dass der jetzt mal aufgehört hat zu bellen. So, Anton, es geht pennen. Endlich mal. So. So, er kriegt langsam Hunger. Das ist in Ordnung. Und Papa ist wach geworden. 5 Uhr in the morning. So, pass auf. 5 Uhr in the... Was willst denn du da machen? Aha, finde ich toll, dass du was lesen willst. Ist echt super. So, du gehst einmal auf die Toilette. Hände waschen macht er ja automatisch. Das heißt, du kannst einmal Zähne putzen. Und du holst dir mal einmal einen Rest raus. Du kannst dir mal den Rest geben. Oh je. So, Vaters Toilettengang. Apropos Vaters Toilettengang. Wir werden ihn erstmal anziehen. Outfits. So, Outfit ändern. Was geben wir ihm heute? Das ist eigentlich ganz cool. Das kann man sogar mal so tragen.
Dann kann er Reste essen. So, einmal Reste nehmen. Gut. So, und jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass die anderen noch ein bisschen schlafen. Genau, haha. Genau. Einmal das coole Winteroutfit. Das sieht schon echt genial aus. Also für eine Farbgebung. So ein bisschen frisch und so weiter. Ist echt nicht verkehrt. Oh, lecker Frühstück. Wie spät ist es? Naja, bald 6. Wäre für mich jetzt ein bisschen früh. Da würde ich jetzt persönlich kein Frühstück runterkriegen. Weiß ich auch nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, dass der jetzt schon wirklich so früh wach ist. Na, wenn man daran denkt, dass der erst um 9 Uhr anfängt oder so. Ist schon so eine Nummer. Beziehungsweise, wann muss er denn überhaupt? Ja, er muss tatsächlich. Ja, ja. 9 Uhr. Hm. 3 Stunden bis zur Arbeit. So, dann kannst du das hier mal aufräumen. Das hier kannst du auch mal abräumen. Ja, was los? Ja? Alles in Ordnung? Na, sehr schön. Gut, was kannst du denn machen? Ich würde mal sagen, du kannst noch mal kurz das Nickerchen hier auf der Couch mal so ein bisschen. Kannst du mal Nickerchen machen. Dein wöchentlicher Rechnungsbetrag in Höhe von 4.634 Simoleon wurde aus deinem Hausmitteln bezahlt. Sehr gut. So, Mama ist am Rechner, wie immer. Wo ist Junior? Junior ist schon am Frühstücken. Okay, dann ist es in Ordnung. So, Mama kann sich was anziehen. So, so. Outfits. Outfit ändern. Sie kriegt heute mal was Graues. Mal ein etwas anderes Outfit. Gut. Ja, die kleine Eidechse hat Hunger. Und ja, geht schon in Ordnung. Ja, passt schon. Lass mal ruhig aufessen. Danach kann er Toilette hier machen. Toilette, Hygiene und so weiter und so fort. Der Mama, verdorbenes Essen aussortieren. Und dann kannst du da nochmal Reste nehmen. So, kommst du mal her? Ja, komm. Nimmst du dir mal ein paar Reste daraus. So, Junior macht sauber. Sehr gut. Junior darf auf Toilette. Junior darf Hände waschen. Junior darf Zähne putzen. Sehr gut. Dann haben wir 7 Uhr, um 8 Uhr muss er dann zur Schule. Müsste eigentlich gleich die Meldung kommen. Schauen wir mal, da ist er auch schon. Ja, da steht's, Leon muss in circa einer Stunde in der Schule sein. Das ist in Ordnung. Was ist los? Sehr schön. Wie sind eigentlich seine Werte mittlerweile? Ich muss mal kurz mal gucken. Manier noch, Emotional Control und Konfliktlösung. Verantwortung und Empathie ist super. Verantwortung und Empathie ist nicht nur super. Verantwortung und Empathie ist göttlich. So, Tischdecken mit. Schicke Location. Geben wir nochmal Bord blau. Was hat er gemacht? Borte gemacht. Egal. Mach mal Borte. Ihr habt da Borte. Borte ist auch nicht verkehrt. Kann man mal Borte machen. So. Naja. Mach mal Borte. So. Ihr habt da Manieren. Gucken wir uns mal die Borte an. Ach, so schlimm sieht die Borte nicht aus. Da kannst du wirklich bringen Borte. Borte ist in Ordnung. So, dann kannst du mal Outfit ändern. Er geht in der Schule.
ziehst du heute ein bisschen manierlich an. Ne? Du bist ja schon ein ganz manierlicher Schüler. Ich weiß, in einer anderen Schule würde man so zusammengeprügelt werden. Besonders in Berlin, wenn der Kreuzberg so aufkreuzt, ist der ruckzuck Hasenfutter. Ja. Der typische Klientel war in Berlin. Ne? Warum ist sie eigentlich draußen? Warum spielt ihr draußen mit den Händen? Warum wird das der neue Kältetherapie? Oder was ist hier los? Ich weiß es nicht. So, sie macht es einfach dahin. Es ist ja auch sehr schön. Was will er machen gerade? Liegestützen machen. Okay, er kann es dann mal aufräumen. Und sie hier geht mal kurz mal in den Wäscheraum. Kann da mal ein bisschen sauber machen. So, Wäschemaschen in der Waschmaschine stecken. Sehr schön. Und er müsste zur Schule gehen. So, er räumt das noch schnell weg und dann geht er schon zur Grundschule besuchen. Ich hoffe es zumindest. Ist er natürlich so anständig, dass er das wirklich fertig macht. Und jetzt geht's zur Grundschule. Alter, der Gang ist aber auch übel, ey. Mensch, Leon, komm aus dem Pudding hier. Kann nicht wahr sein. Mach mal, dass du hier mal Zacken aus der Krone brichst. Dass du hier mal ein bisschen Tempo machst. Bisschen ZZ und zwar ziemlich zügig. So, Leon ist zur Schule. So, wie sieht's denn da aus? Hat sie jetzt die Wäsche gemacht? Sie hat's bestimmt nur reingeschmissen, aber nicht eingeworfen. Ja, hat's ja nicht gemacht. Wäsche machen. Wäsche waschen. So, halt, nicht er. Sie. Wäsche waschen. So. Wie sieht's denn da aus? Er will auch Wäsche waschen, oder was? Na, finde ich sehr schön, dass du es machen willst, aber du musst eh bald zur Arbeit. Ja, du könntest zum Beispiel nochmal hier, mal hier hingehen. Schnee werfen. Ne, warte mal, erstmal hier hingehen. Hier hingehen. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn unser kleiner Bauzi? So, jetzt darfst du mal machen. Bitte Geschäft erledigen. So, mal kicken. Das wird langsam mal Zeit, dass das hier mal was wird. Da macht jemand noch einen Schneemann. Mal gucken, wie der aussieht. Beziehungsweise der ist gemacht. Das ist ein Like a Sir. Jo, ein Like a Sir Schneemann. Können wir ja mal ein bisschen näher ran. Ah, so sieht's dann halt aus. Like a Sir. Gar nicht mal so unübel. Wer ist denn das überhaupt? Carina Niesen. Allein losschicken. Er darf es alleine machen. Oh yes. So, jetzt habe ich natürlich so viel Zeit verschlömpelt. So viel Zeit verdonnert, dass ich jetzt gar nicht geschafft habe, dass ich den kleinen Anton hier größer kriege. Das heißt also, wir werden das morgen machen. Morgen werden wir den Anton größer kreieren. Ja, glaubt mir, das kriegen wir hin. Das ist, ja, das kriegen wir morgen hin. Ja, ich verspreche das euch. Also, ich verspreche es sogar mir selber. Damit wir den Leon mal größer kriegen. So, Frau Mama ist jedenfalls zu Hause. Wünsche euch jedenfalls erstmal einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern und in dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.